Nun auch auf die Gefahr hin. Ach nee, erstmal Begrüßung. Guten Nachmittag, frühen Abend, Freunde der Vlogs. Und auch auf die Gefahr hin, dass es jemanden stören könnte, nehme ich jetzt mal einen Vlog in Unterhose auf. Und auch auf die Gefahr hin, dass der Ton des Vlogs wieder so piepen könnte, weil ich glaube, denn ich glaube, es liegt tatsächlich am Tablet. Nehme ich jetzt schon mal den ersten Teil des Vlogs auf, denn heute werde ich tapezieren. Da oben muss ich hingucken. Ja, ihr seht mich. Denn ich ziehe in so ziemlich genau einem Monat hier aus und meine Wände, ihr seht es ja schon im Hintergrund, ich zeige es euch nochmal von hier, sehen ja, bunt aus und die andere Wand, für den Fall, dass ihr euch nicht mehr erinnert, sieht auch relativ bunt aus und ist, ja, naja, individuell gestaltet. Da unten stehen meine Hasen und meine Trainingsgeräte und mit dieser Wand möchte ich jetzt anfangen und ja, wie gesagt, so sieht sie jetzt noch aus. Von da nach da, nach da, nach da. Und ja, ich werde jetzt einfach mal anfangen, alles wegzuräumen und dann melde ich mich später wieder auf. So, da bin ich wieder, Freunde der Sonne, und ja, ich habe jetzt mal hier umgeräumt. Das liegt jetzt alles hier. Oh, der Zoom, dieser Eigenzoom der Kamera nervt wie Sau. Ich gehe einfach mal einen Schritt weg. Ja, der Shit steht jetzt alles hier neben meinen Schränken und neben meinem Sofa und ja, jetzt ist hier frei. Und jetzt dachte ich, zeige ich die Wand mal noch von Namen, nur für den Fall, dass ich so in 10 Jahren denke, na, wie sah damals deine Wand aus, und dann kann ich sie mir nochmal anschauen. Vor allem mein Teppich hat damals auch viel Farbe abbekommen, wie man sieht. Da haben übrigens die Hasen oder zumindest die Häsin die Wand schon abgeknabbert. Da habe ich dann einfach Kreppband draufgeklebt. Die schönen Blümchen, ja, schön ist relativ, so sieht das Ganze von Namen aus. Ja, und da hinten der schwarze Teil mit diesem was auch immer, was ich in gewissem Maße einfach von Naruto abgemalt habe. Ja, so sieht es jetzt aus, da bin ich. Und jetzt werde ich mal versuchen zu tapezieren. Ich habe das, soweit ich mich erinnere, noch nie wirklich so richtig gemacht und ich habe keinen Plan. Ich weiß, normalerweise macht man die alte Tapete vorher ab. Ja, ja, ich weiß das. Aber pssst, das war doch kein wenig Zeit. Also kommt jetzt einfach die oben drüber. Die. Die. So, hier liegt nun also meine Bahn und mein Kleister hat gezogen. Jetzt werde ich mal loslegen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, ey. Was eine Scheiße. So, wie ihr sehen könnt, die zweite Bahn ist dran und trotzdem entschuldige ich mich schon mal bei meinem Nachmieter für den Fall, dass der Shit irgendwann runterkommt. Ja, da ist Luft dazwischen wie sonst was. Mein Cuttermesser ist echt für den Arsch. Ich weiß nicht, ob man es von Weitem sieht, aber ich habe versucht, es gerade abzuschneiden, aber es geht nicht. Und mit Ausmessen bin ich natürlich auch zu doof, aber naja, es ist ja eh Tapete, da sieht man das nicht. Ich roll noch mal ein bisschen mit diesem Ding hier drüber, dass wenigstens ein bisschen von der Luft rausgeht und dann, ja, ihr habt das Prinzip, glaube ich, inzwischen verstanden. Genau jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich absolut keinen Bock mehr habe, weil ich beim Glattstreichen dieser Tapete, die wie ihr seht hier auch akkurat hoch 10 geklebt ist und selbst hier sieht man die Scheiße, diese fucking andere Tapete wieder ein Stück beiseite geschoben habe, weil ich es habe versucht nicht überlappend zu machen, obwohl es sich trotzdem überlappt, wie ihr an dieser Scheißnaht hier seht. Und jetzt ist da hier dieses schöne Luftloch drin, was ich nicht rausbekomme. Klasse. Geil. Da. Schiebe und schiebe. Als wäre nicht mal Leim drunter. Ich mache die Dinger nass wie sonst was. Jetzt bin ich falsch rum, ich weiß, und ich schwitze schon wieder wie sonst was, weil das anstrengend ist, wenn man das nicht kann. Naja. Wusa. Freunde der Sonne, es ist fast vollbracht.
Das Witzige ist, ich fühle mich nicht mal irgendwie so schade, dass mein schönes, in 5 Tagen Kleinstarbeit gemaltes Wandbild jetzt überklebt ist. Ich könnte es ja jetzt noch retten und die Tapete einfach wieder abziehen. Aber das wäre ja Quatsch, weil ich will hier ausziehen. Ich hoffe, das Ganze sieht getrocknet besser aus als nass. Wenn nicht, dann muss die weiße Farbe am Ende alles retten. Aber immerhin sieht es jetzt so aus. Und ich habe viel, viel, viel zu lange gebraucht, weil ich immer wieder Pausen gemacht habe. Weil das anstrengend ist und einfach nicht meine Arbeit. Ja. Und damit bin ich fertig. Seht ihr, wie genial schief diese letzte Bahn gemacht ist. Aber scheiß drauf. Der Kack ist tapeziert. Diesen grünen Stück da werde ich halt einfach 10-mal mit weiß überstreichen, weil ich fange jetzt nicht an, da irgendwie dieses Ministück zu tapezieren. Und jetzt sieht es so aus. Der Raum wirklich wesentlich kleiner und ich fühle mich fremd hier. Und ja, ja, ich schwitze immer noch, wie man das vielleicht sieht, ich weiß es nicht. Ja, und nächste Woche geht dann das Streichen los, beziehungsweise muss ich diese Wand ja auch noch tapezieren. Wer hat auch die dumme Idee, mitten auf die Tapete zu malen? Vollidiot. Ja, in diesem Sinne, das Krachen fand ich hin und bis zum nächsten Mal habe ich noch, nee, eigentlich habe ich, der Vlog ist eh schon 1 Stunde lang oder so. Nee, so lang natürlich nicht, aber, ja. Das Krachen fand ich hin, bis zum nächsten Mal, euer Aprilbär. Huah!